Hallo, Jörg Fuhrmann im Sporthotel in Otoček in Slowenien. Ich wollte das Ambiente nutzen, um eine Anregung zum Thema Kunst in die Welt zu tragen, und zwar zur Kunst der Therapie. Für mich ist Therapie eine Kunst, und im Sinne von Erich Fromm braucht es, um eine Kunst zu lernen, nicht nur ein Leben, sondern auch eine Widmung dieser Kunst. Das heißt, Fromm hat geschrieben, dass dir nichts im Leben wichtiger sein darf, als diese Kunst zu lernen. Und zu einer Kunst gehört natürlich nicht nur das Kunsthandwerk, das heißt, dass man weiß, wie man dieses Werkzeug benutzt, korrekt benutzt, sondern es gehört dazu auch vor allen Dingen, und das ist meines Erachtens nach mit die wichtigste Grundlage, ein freier Geist. Das heißt, ein Geist, der in der Lage ist, flexibel sich den Situationen anzupassen, der bereit ist, Grenzen zu überzeichnen und der auch in der Lage ist, mit dem Unbekannten umzugehen. Das heißt, ein hochgradig flexibler Geist, ein intuitiver Geist und ein Geist, der vor allen Dingen neugierig ist. Ein Geist, der alles schon weiß und der schon weiß, was kommt und welche Etikette er wo drauf zu kleben hat, das ist meistens eher kein kreativer Geist. Das finden wir leider im Bereich der Therapie, aber auch im Bereich des Coachings sehr, sehr häufig vor. Denn jeder Therapeut schaut natürlich durch seine Brille. Das heißt, nicht nur, wenn er eine auf der Nase hat, sondern er hat ja auch eine bestimmte Brille im Kopf. Das ist dann in der Regel das Verfahren, das er oder sie gelernt hat, oder vielleicht auch mehrere. Und mit dieser Brille geht derjenige natürlich in die Welt und bewertet all die Dinge, die auf ihn zukommen. Und das tut ein Künstler natürlich auf eine gewisse Weise auch, der jetzt ein Kunsthandwerk verfolgt. Aber dennoch macht gerade die Kunst macht gerade das aus, dass derjenige sich eben frei hält und offen ist. Und gerade für diese neuen Erfahrungen, die seinen Horizont übersteigen, die er noch gar nicht benennen kann, akut in dem Moment, gerade das macht ja die Kunst aus. Und in der Therapie und Beratung finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir da anfangen, mehr und mehr wieder zu Künstlern zu werden. Das heißt, dass wir anfangen, unsere Horizonte zu überzeichnen und dass wir anfangen, unsere gewohnten Schablonen zu überzeichnen. Ja? Da finde ich es sehr, sehr hilfreich, wenn man nicht nur auf Reisen geht, also auf äußere Reisen, Ländergrenzen überschreitet, sondern auch innere Reisen beschreitet. Das kann zum Beispiel mit Techniken aus der transpersonalen Psychologie passieren oder halt eben auch mit Verfahren, die man einfach noch gar nicht kennengelernt hat, um sich somit ganzheitlicher, auch holistischer auszurichten. Das heißt, dass es zu einer Stimmigkeit kommt im Bauch, Herz und Kopf. Ja, denn sobald diese Stimmigkeit entstehen darf, dass wir auf unser intuitives Gehirn, auf unser emotionales und natürlich auch auf unser analytisches Gehirn hören und genauso eben halt auch auf unseren spirituellen Geist hören, wenn das alles zusammenkommen darf, dann in der Regel ist eine gute Basis dafür da, um kreativ und auch künstlerisch tätig zu werden. Ja, und ich finde, wenn so ein freier Geist dann da ist, dann ist es auch in der Regel ein großer Nutzen für die Klienten und für die Menschen, die Ausbildungen besuchen. Leider gibt es auch in der heutigen Zeit immer mehr die Tendenz, dass wir zunehmend auf Protokolle zurückgreifen, auf festgeschriebene Muster und auch sehr stark auf Dogmatisierungen oder auf Dogmen allgemein, auch im Bereich der Therapie. Und gerade da sollte meines Erachtens nach doch der Geist der Freiheit ganz an oberster Stelle stehen. Und in diesem Sinne lade ich Sie alle ein, kreativ Ihren eigenen Rahmen zu überzeichnen, einen ganz eigenen
Duktus zu entwickeln, auch in der Art und Weise, wie Therapie geschieht. Weil letztendlich können wir sowieso niemand anderen kopieren. Ja, aus der Malerei wissen wir, wenn man einen anderen Maler versucht zu kopieren, ja, das gilt dann als Kitsch. Und in der Therapie ist es letztendlich nichts anderes, weil wir können nie so sein wie Freud oder Jung oder wie andere Therapeuten, von denen wir gelernt haben. Wir müssen immer unseren eigenen Weg finden und unsere eigene Art und Weise des Arbeitens finden. Das ist dabei immer ganz wichtig. Und wenn wir diese eigene Art und Weise des Arbeitens finden oder erfinden, dann haben wir auch eine Chance, dass wir in diesen kreativen Flow oder Fluss reinkommen. Ja, das heißt, das ist die ganze Zeit so ein Wechselspiel zwischen uns selber, dem anderen und dem, was dazwischen passiert, zwischen mir und dem anderen. Ja, und das ist ein hochgradig kreativer Prozess. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann habe ich auch die Möglichkeit, im Hier und Jetzt gegenwärtig zu sein und parallel mit dem anderen gemeinsam in diesem kreativen Fluss etwas zu gestalten, was vorher noch gar nicht da war. Und von daher bieten gerade die gesamten kreativen Verfahren, dazu gehört natürlich auch neben der Kunsttherapie das Psychodrama, sprich die Theatertherapie, ja, oder auch aus der transpersonalen Psychologie gibt es da sehr viele Aspekte. Die bieten da eben sehr viel Potenzial, das auch kreativ zu entfalten. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alle viel Neugier dabei, viel Kreativität und alles Gute. Herzliche Grüße, Jörg Fuhrmann aus Slowenien. Ciao, ciao.